Und häufig kommen die Kunden zu uns, wenn nichts mehr geht. Ja, sie kommen im Schnitt nach dem 7. Objekt zu uns, wenn sie alleine bisher finanziert haben und dann nicht mehr weiterkommen bei ihren Banken. Und dann ist die Frage, können wir es noch heilen? In den meisten Fällen ja, aber in den meisten Fällen kostet es dann leider Geld und ich kann es auch nicht mehr ändern. Jetzt kannst du ja mal vielleicht kurz erzählen, da was du uns eben erzählt hast mit diesen 110% Finanzierung. Genau, genau. Also, wenn ich klassischerweise Bausparen einsetze, wie ich es eigentlich tue, zur Zinsabsicherung, hat es für mich keinen Wert, weil dieser Zweck wird nicht erfüllt, dann nehme ich lieber längere Zinsbindung. Aber es gibt auch Varianten, wie ich Bausparen einsetzen kann und da haben wir zwei primäre, die so im Mainstream nicht angekommen sind. Und zwar zum einen gibt es Bausparmodernisierungsdarlehen. Das gibt es auch von Banken, Modernisierungsdarlehen, aber die sind meistens mit kürzeren Laufzeiten. Das heißt höherer Tilgung, als ich das bei einer Bausparkasse habe. Okay. Das ist nämlich der große Vorteil auch gegenüber einem Ratenkredit. Ein Blankodarlehen ist nichts anderes wie ein Ratenkredit letztlich, so vom Verhältnis her. Auch in der Schufa, wenn es denn eingetragen wird, ist es gleich bewertet. In der Selbstauskunft ist es besser bewertet, denn ein Blankodarlehen von der Bausparkasse ist hat einen wohnwirtschaftlichen Zweck gehabt. Ein Ratenkredit ist Konsum, also schlecht, zeigt, man kann nicht mit Geld umgehen. Mhm. Bauspardarlehen war Investition. Ja. Aber vom Kern her ähnlich. Das heißt, es gelten dieselben Bedingungen wie beim Ratenkredit. Ich kann mit 1% Vorfälligkeitsentschädigung raus jederzeit. Ich habe gesagt, es werden nicht alle eingetragen. Die allermeisten, ehrlicherweise, werden eingetragen von den Bausparblankodarlehen. Aber es gibt vereinzelt auch welche, die nicht eingetragen werden in die Schufa, sodass also der Score auch noch besser erhalten wird. Ja, ich kann mir also mit einer kleineren Rate das sichern. Es gibt zum Beispiel ein Modernisierungsdarlehen, habe ich hier mal die Eckdaten da. Das ist so das häufig genutzte von uns. Das sind 50.000 Euro. Es wird eben keine Grundschuld eingetragen, deswegen Blanko. In dem Fall wird es auch nicht in die Schufa eingetragen. Wir haben so 30 Programme, die wir anbieten, aber das ist jetzt meistens nicht eingetragen wird. Wobei, so wichtig ist das auch nicht, ob es eingetragen wird oder nicht. Ich soll das immer sauber angeben in meiner Selbstauskunft. Yeah. Und in diesem Programm brauche ich auch keinen Verwendungsnachweis. Es ist zur Modernisierung, aber es wird keine Verwendung da geprüft. Die Voraussetzung ist, ich muss ein Jahr Sparkassenkunde sein und ich muss ein Objekt im Bestand haben seit mindestens einem Jahr. Das ist auch speziell. Die meisten Bausparkassen sagen, ich muss 5 Jahre Eigentümer sein, auch noch von einer eigengenutzten Immobilie. Hier ist es egal, kann auch eine vermietete sein. Okay. Und zwar ab Eigentum im Grundbuch gilt es. Dann gibt es auch Bausparkassen, die sagen, ich muss 3 Jahre Eigentümer sein oder 2 Jahre und eigengenutzt. Oder manche sagen auch nur 3 Monate, ja, gibt es auch. Gibt es eben verschiedenste Programme. Es hat jetzt zum Beispiel einen Zins von 2,99%. Natürlich ist es teurer als ein grundschuldbesichertes Darlehen, weil es ja blanko ist. Ja. Also es bewegt sich vom Zins etwa im Ratenkreditbereich. Ja. Ja. Aber hat eine viel längere Laufzeit. Hier 9 Jahre Vorfinanzierung. Wir sind jetzt wieder im vorfinanzierten Bausparvertrag, so wie wir das beim Bausparen kennen. Erstmal habe ich das Darlehen, spare an und dann habe ich nachher noch volles Annuitätendarlehen bis zum Schluss runter. Deswegen ist es in 2 Teile geteilt. Erst 9 Jahre Vorfinanzierung, wo ich ein konstantes Darlehen über 50.000 habe und parallel anspare. Also ich kriege mein Geld gleich, ich muss nicht jahrelang warten drauf. Mhm. Und danach eben dann zum niedrigen Bausparzins, in dem Fall 2,25, so wie die Grundschuldbesicherten etwa auch liegen, dann noch vollends annuitätisch weitere 9 Jahre, also insgesamt 18 Jahre Laufzeit. Das heißt, es kostet hier 320 Euro Rate etwa im Monat und in den ersten 9 Jahren und 300 in den nächsten 9 Jahren. Also ich habe im Vergleich zu einem Ratenkredit eine viel, viel niedrigere Rate. Beim Ratenkredit ist es etwa doppelt so hoch, die Rate. Ja, das heißt theoretisch zum Beispiel bei Fix und Flip oder sowas, wenn man eine eigengenutzte Immobilie hat, ne, die am besten dann beliehen ist oder was weiß ich was, könnte man da drauf dieses
ja, wie nennt man das? Dieses Konstrukt drauflegen. Dieses, ja, Konstrukt nehmen und für bis 50.000 Euro ohne Eigenkapital und ohne Grundschuldeintragung eine Immobilie kaufen, die man dann aufwertet und dann wieder verkaufen könnte. Genau, also ich besichere hier eben nicht auf dem Objekt, das ich erwerbe, sondern auf dem bestehenden. Ja. Ist nicht zulässig, denn es ist zur Modernisierung, aber ja, die Verwendung wird nicht geprüft. Ja. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, ja, klar. Es gibt aber auch einen ganz offiziellen Weg. Wir haben hier auch noch ein Blankodarlehen, dieses 30.000er hier zum Beispiel. Das ist offiziell zulässig. Verkauf Nebenkosten, Verkauf wird ebenfalls nicht eingetragen. Das kann auch auf dem Flip-Objekt benutzt werden dann. Okay. Ich kann die auch kombinieren. Ja, ja, ja. Da liegt jetzt der Zins ein bisschen höher, bei 4,86 für die ersten 9 Jahre und 2,35 für die nächsten 9 Jahre. Also selbes Modell wieder, aber hier offiziell Kaufnebenkosten, offiziell Kauf möglich. Es gibt auch noch eine annuitätische Variante, die ist allerdings nur in Kombination mit einem anderen Darlehen möglich, bei diesem Darlehensgeber hier nicht. Hier kann ich das auch alleine machen, hier ist es ein klassisches Nachrangdarlehen, also zum Flippen weniger geeignet. Beziehungsweise auch möglich, ich komme gleich noch auf ein anderes annuitätisches, grundschuldbesichertes Darlehen, das man zum Flippen nutzen kann, aber das ist klassisch für Kaufnebenkosten. So die meisten draußen kennen das vielleicht von Hanseatic Bank, das Darlehen. Das bieten wir auch an, aber Hanseatic Bank hat höhere Zinsen, kürzere Laufzeiten. Dieses Darlehen hier geht von 20.000 bis 60.000 Euro, das kann ich auch mehrfach in Anspruch nehmen, halt in Summe maximal 60.000 pro Kunde. 4,15, im Moment sogar 3,85 vom Zins. Und das Schöne ist, hat eine 2% Tilgung, also eine ganz niedrige Rate, mit denen ich das hinbekomme. Nochmal viel niedriger als die Darlehen hier. Es ist ein normales Annuitätendarlehen, ich brauche auch keinen Bausparvertrag. Die Bonitätsanforderungen sind hier etwas höher, aber ich kann es auch direkt zum Kauf nutzen. Das kann ich auch direkt zum Kauf nutzen. Ich muss nicht ein Jahr Eigentümer sein. Bei allen diesen Programmen muss ich Angestellter sein. Blankodarlehen gibt es auch für Selbstständige, aber nur ganz wenig Programme. Ja, okay. Du hast dich darauf spezialisiert, ne, quasi nicht auf Eigenheime zu finanzieren, sondern hauptsächlich auf private Investoren. Ne, ja, private Investoren, ja, halt. Ne? Also ich sage mal, 99% bei uns sind private Immobilieninvestoren. Wenn die mal ein Eigenheim haben, finanzieren wir auch mal ein Eigenheim. Ja. Und wenn die mal einen Kunden herempfehlen, der ein Eigenheim will, finanzieren wir auch mal ein Eigenheim. Aber das ist ganz selten. Es kann ja auch jeder. Ja, ja, so, die Eigenheimfinanzierung, das ist nicht die Kunst. Ja. Die Kunst ist eigentlich mit vielen Finanzierungen in kurzer Zeit, mit wenig Eigenkapital oder keinem Eigenkapital, mit kleinen Einkommen einen großen Bestand aufzubauen. Genau. Wir haben viele Kunden, die in 3 Jahren 50 Einheiten aufbauen und eigentlich kein Startkapital haben und nur 2.500, vielleicht maximal 3.500 netto verdienen. Und wie das funktioniert ohne Eigenkapital und wie man das der Reihe nach hinbekommt, auch das Verhältnis Gesamtverschuldung zu dem niedrigen Einkommen und das Portfolio aufzubauen und Stressannuitäten und was man da alles beachten muss, das ist unsere Spezialität. Das machen wir mit 9 Mann Vollzeit hier in Leonberg bei Stuttgart und machen das bundesweit für unsere Kunden eben. Okay. Ja, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass ihr deutschlandweit das macht und nicht so ortsbezogen wie eine Hausbank, ne? Ja, wie wir gerade besprochen haben, werden ja trotzdem viele Eigenheimbesitzer so stark die Bausparverträge angeboten, ne? Die haben ja meistens die Verträge schon fertig liegen, wenn man da hinkommt. Die wollen direkt eine Unterschrift haben, ne? Das wird einen fast gezwungen zu machen. Warum wird das so stark angeboten? Also das ist ganz klar, also es gibt eine Abschlussgebühr von 1% in dem Bausparvertrag und die ist reine Provision für den, der sie verkauft. Ja? Und da kommt es her. Die Banken die haben ja auch einen produktgetriebenen Absatzzwang, also so und so viele Bausparverträge, so und so viel private Rentenversicherung, so und so viele Fondsprodukte, ne? Und so weiter muss der Verkäufer, der Kundenberater ist ja nur ein Verkäufer, letztlich abschließen und hat den Zwang, das auch abzuschließen. Und das bringt Geld und es bringt auch dem freien Vermittler Geld natürlich, wenn er das verkauft. Ja? Die klassische Zinsabsicherungsstrategie mit Bauspar-Blankodarlehen oder nicht mit Bauspar-Blankodarlehen, mit Bauspardarlehen, die verkaufen wir so nicht. Wir müssen manchmal Bauspardarlehen nutzen, klassisch zur Zinsabsicherung, weil es nicht anders geht. Das kommt dann aus dem Thema Stressannuität heraus. Mhm. Stressannuität bedeutet, ich nehme die Restschuld am Zinsbindungsende und setze darauf eine fiktive Rate an. Und die liegt je nach Bank häufig bei 6-8%. Mhm. Wenn ich also heute 4% habe, 2% Zins, 2% Tilgung,
und es wird aber kalkulatorisch unterstellt, dass ich 8 tragen müsste, muss meine Rendite von meinem Objekt schon über 10% liegen, damit es tragbar ist. Ja, das hatten wir mit Eduard Beide jetzt bei der Deutschen Bank und das war... Die Deutsche Bank ist da ganz strikt und mit... Und deswegen hat man auch 20 Jahre Zinsbindungen jetzt machen müssen und genau, den haben wir jetzt durch sozusagen. Ich denke mal, der wird ja immer gemacht, der Stresstest, nur der sah diesmal nicht so gut aus, weil wahrscheinlich die Deutsche Bank nicht so gut war. Also ihr habt zu dritt ein gutes Einkommen und eigentlich eine gute Ausgangsbasis und es kommt bei euch jetzt schon relativ am Anfang zu diesem Problem. Mhm. Muss man sagen, Deutsche Bank, Commerzbank, gerade die übrigen Geschäftsbanken sind besonders streng, was die Stressbeanitätenbetrachtung angeht. Kleinere Sparkassen, Volksbanken sind da lockerer drauf, auch ein Grund, warum wir überwiegend mit denen finanzieren. Aber das ist genau die andere Lösung. Entweder ich nehme 15 Jahre plus Bausparen, dann habe ich nämlich überhaupt keine Stressanität, weil das Ding ja bis zum Ende durchfinanziert ist zu einem festen Zins. Oder ich nehme 20 Jahre, weil dann wird die Stressanität so klein, dass sie etwa auf das Level kommt, wie ich es hätte bei... wie ich anfänglich mit den 4% Annuität etwa hinkommen würde. Ja? Deswegen ist das die andere Alternative. Wenn ich aber natürlich in meinem Bestand schon lauter 10-Jahres-Zinsbindung oder 5-Jahres-Zinsbindung habe, kann es sein, ich kriege es gar nicht mehr ausgeglichen mit einer 20-Jährigen oder mit einem Bauspar. Das muss man sich genau anschauen. Grundsätzlich bin ich ein Fan von kurzer Zinsbindung. Gerade bei Eigentumswohnungen 100% Finanzierung mit Einkaufsgewinn machen wir gerne 5 Jahre Zinsbindung, um später dann eine Kapitalbeschaffung früher zu machen. Aber ich muss immer den richtigen Mix hinkriegen. Auch das für die Stressanität, das ist eigentlich der Hauptfaktor dann. Ja. Ne? Und häufig kommen die Kunden zu uns, wenn nichts mehr geht. Ja, sie kommen im Schnitt nach dem 7. Objekt zu uns, wenn sie alleine bisher finanziert haben und dann nicht mehr weiterkommen bei ihren Banken. Und dann ist die Frage, können wir es noch heilen? In den meisten Fällen ja, aber in den meisten Fällen kostet es dann leider Geld und ich kann es auch nicht mehr ändern. Ah, oder also, die kommen halt, wenn die das Buch gelesen haben. Ja, ich glaube, danach dann, kommen sie auch. Wenn sie früher kommen, dann ist es natürlich recht, weil dann können wir schon früher den Prozess begleiten und solche Sachen steuern und im Blick halten. Auch ein Thema ist Renteneintritt. Wie sieht denn die ganze Berechnung zum Renteneintritt aus? Also es kann sich lohnen, am Anfang vielleicht mal 2,2 statt 2% zu tilgen, weil ich dann zum Renteneintritt ein Objekt lastenfrei gezogen habe und dann dort die Haushaltsrechnung sich positiv verändert, weil die Rate wegfällt, aber die Mieteinnahme voll da ist. Mhm. Das sind alles Themen, Stressannuitäten, Betrachtung, Renteneintrittsbetrachtung, auch die Strategie, wann verwende ich Zusatzsicherheiten, wann finanziere ich 110%, wann nutze ich welches Bausparblankodarlehen, wie setze ich wann wie viel Eigenkapital ein, was mache ich für Zinsbindung und so weiter. Das sind lauter viele, viele kleine Punkte. Wenn ich einfach so drauf loslege und irgendwie finanziere, kann mir es später um die Ohren fliegen. Je besser die Renditen sind, je später fliegt es mir um die Ohren. Aber und je höher ich verdiene, je später fliegt es mir um die Ohren. Und je weniger ich verdiene, je schlechter die Renditen sind, je mehr muss ich aufpassen, dass ich nicht schon nach der dritten Wohnung nicht mehr finanzieren kann. Ja, ich habe jetzt auch nicht alles mitgekriegt, ne? Aber wir werden noch mehr Videos auf jeden Fall machen um das Thema, ne? Ja. Und man sieht noch viel, viel stärker jetzt, dass man auf jeden Fall einen Profi braucht, ne? Und am besten schon am Anfang, dass das alles berücksichtigt wird. Ne? Fängt man zu spät an, hat man vielleicht viel kaputt gemacht, was wir wahrscheinlich auch schon gemacht haben. Geht den allermeisten so leider, ja. Aber ich kann nur dazu raten, und der Profi muss ja nicht einmal Geld kosten. Denn über die höhere Vergleichbarkeit kann ja die Provision, die wir bekommen aus der Finanzierung, die übrigens nicht einmal zwingend von der Bank auf den Zins draufgeschlagen wird. Also manchmal ist es der Fall, aber das ist häufig auch nicht der Fall, weil die Bank ja auch durch uns als Vermittler einen Haufen Arbeit abgenommen bekommt. Die bekommt von uns schrankfertige Unterlagen, wo alles picken-toppi aufbereitet ist. Von uns, wir stecken im Schnitt 15 bis 20 Stunden rein, die Akte so aufzubereiten, dass die Bank möglichst wenig Arbeit hat. Und dass die zielgerichtet eine Anfrage bekommt, die dann mit hoher Wahrscheinlichkeit genehmigt wird. Und das ist ja auch viel wert, weil sie sich unglaublich viel Zeit spart von eigenem Personal. Das heißt, die Provision, die wir bekommen, die so im Regelfall bei einem Prozent liegt, die ist auch häufig einfach nur eingesparte Arbeit bei der Bank und wird gar nicht irgendwie auf den Zins draufgeschlagen. Und dazu kommt die höhere Vergleichbarkeit. Aber dass wir billiger sind, ist nicht das Argument, zum Vermittler zu gehen. Sondern das Argument ist eigentlich, die richtige Strategie festzulegen, um in der Zukunft es nicht büßen zu müssen über deutlich höhere Finanzierung oder keine Finanzierung.